Wer sind die Besitzer der Originale? Das ist es ja. Wie stehe ich denn nun da, wenn mich das Britische Museum fragt, wo sind unsere beiden blauen Mauritius? Was soll ich seiner königlichen Hoheit, dem Kronprinzen Sigurd von Schweden, antworten, wenn sie fragt, was hast du mit meinen zwei roten Mauritius getan? Und er ist mein Freund, Professor Berry. Sie müssen nämlich wissen, Professor Berry hat mich auf den Gedanken gebracht, diese seltenen Marken einmal zum ersten Mal zusammen zu zeigen. Sie werden alle Schadenersatz fordern. 6 mal 100.000 Pfund. Das gibt einen Skandal, wie er bisher auf keiner Weltausstellung in diesen Ausmaßen zu erleben war. Ja, es ist wunderbar. Was sagen Sie? Ganz mein Fall, wie ich mir immer träumt habe. Doktor, haben Sie alles notiert? Jawohl, Britisches Museum, Kronprinz von Schweden, 4 Mauritius, 2 Rot, 2 Blau, Katalog, Wert 600.000 Pfund. Darf ich Ihnen jetzt an den Schauplatz der Tat führen? Danke, nicht nötig. Meine Herren, es dürfte Ihnen sicher allen bekannt sein, dass Sherlock Holmes noch nie einen Fall übernommen hat, den er nicht löste. Jawohl, jawohl. Ich, Doktor. Bitte? Wir übernehmen diesen Fall. Jawohl. Danke, danke.